Moin moin liebe Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic Gladiator. Raphael, ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 17 Owner Mods für euch. Und wir sind Super Bowl Champions. Zunächst einmal wirklich richtig vielen Dank hier an euch einmal. Die letzte Folge hat über, ich glaube, 600 oder 700 Likes, über 700 Likes gemacht bei 5000 Aufrufen. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Danke. Danke, danke. Ein ganz, ganz aufrichtiges Dankeschön. So macht das Ganze mega Spaß und so habe ich auch einfach richtig Bock hier weiterhin aufzunehmen, diese Serie. Weil es einfach toll zu sehen ist, das Ganze. Ja, wie es ankommt, sodass ihr Spaß habt. Und jetzt wird es auf jeden Fall richtig schwer. Einige meinten schon so, ja, ganz ehrlich, nimm neues Team. Ja, ist doch alles viel zu leicht. Wir haben den Super Bowl gewonnen, wir haben alles erreicht. Nimm ein neues Team, wir ziehen jetzt was Neues auf. Nee, aber das ist nicht schlimm. Denn wir haben zwar den Super Bowl gewonnen, aber es warten verdammt nochmal wirklich viele große Aufgaben auf uns. Zunächst einmal werden wir in der neuen Saison auf All Madden spielen. Das war jetzt noch All Pro gewesen. Da sind wir ja dann ganz gut reingekommen gegen Ende. Wir werden jetzt auf All Madden stellen und unser Team ist ziemlich ausgedünnt. Und es wird ziemlich knapp, denn wir haben nur ungefähr 17 Millionen, glaube ich, Salary Cap noch verbleibend. Aber uns fehlen richtig, richtig viele Spieler. Ich habe nach dem letzten Part versucht, mit ein paar noch zu verlängern, die wir gebrauchen könnten. Ein paar Cornerbacks, Ersatz-Cornerbacks von uns, beziehungsweise Ersatz-Cornerbacks, ja, 78, 75er. Viele wollten einfach nicht nach dem Super Bowl-Sieg bleiben und deswegen haben wir jetzt einen ziemlich kleinen Kader und müssen jetzt extrem, extrem, extrem viel machen. Wir schauen uns mal an, welche Spieler uns verbleiben. Wir haben zum Beispiel noch einen ganzen Cornerback. Und das ist Richard Sherman, ja. Also nur, um hier mal die Dimension abzuklären. Es ist keineswegs so, dass alles gegessen ist, dass alles gut ist. Wir wollen uns hier was aufbauen mit den Hawks. Wir wollen was machen. Es kann sein, dass wir Leistungsträger abgeben müssen, weil sie viel, viel Gehalt fressen. Das werden wir jetzt alles hier im Laufe dieses Videos sehen. Das Ganze weniger geschnitten als sonst, möchte ich an dieser Stelle noch einmal anmerken. Wir schauen natürlich, dass wir hier reinkommen und uns ein bisschen das Team anschauen. Wir gehen jetzt mal rein. Wir haben keinen Fullback mehr. Wir haben noch Thomas Rawls. Wir haben noch Process. Der Kollege, wen hatten wir denn noch? Christian Michael gewechselt. Der wollte auch nicht verlängern. Ansonsten in der O-Line hat sich nicht viel getan. Wir haben keinen Left Tackle mehr. Wir haben Ifedi weiterhin. Ist natürlich ein guter Mann. Klar, Russell Wilson ist geblieben. Dann Tyler Lockett ist da. Baldwin ist da. Curse ist da. Richardson ist da. Die Jungs sind alle da. Die waren wichtig in der letzten Saison. Und oh, 94 Speed. Ist ja unmenschlich. Deswegen ist er so gut, oder was? Und 6-0. Oh, ist sehr gut. Ah, sehr schön. Die O-Line wollen wir verstärken, aber in der Defensive, klar, da sind noch die Leistungsträger da. Ansonsten ist da ziemlich, also wir haben noch einen Cornerback, ja. Dann Earl Thomas haben wir haben Cam Chancellor als Safety. Wir haben, Wright ist wieder zurück, unser Wright Outside Linebacker. Der ist zum Glück wieder back in business, 28 Jahre. Den kann man natürlich spielen lassen, natürlich. Bobby Wagner als MLB. Weiter gesetzt, Cliff Averill, Right End, Left End, Bennett. Das Ding ist, es kann sein, dass wir welche von diesen hier abgeben müssen. Bennett zum Beispiel frisst wahrscheinlich sehr viel Gehalt, weil er schon relativ alt ist, genauso wie Averill. Da müssen wir gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen was ausdünnen müssen. Wir haben auf jeden Fall bei den Free Agents, da gucken wir uns jetzt an, was mir sofort aufgefallen ist. Bei den Free Agents ist, dass deutlich, deutlich weniger vorhanden sind. Aus Madden 16 kannte ich jetzt noch so vielen, hast eine riesengroße Auswahl an guten Spielern, die du signen konntest. Das scheint in Madden 17 nicht so zu sein. Im Gegenteil, es gibt nicht viele gute Jungs und die, die da sind, ja, die sind hart umworben. Aber wir sind hier direkt den ersten, wo ich auch sagen würde, da müssen wir mit einsteigen. Wir müssen versuchen, Stephen Gilmore zu uns zu holen. Ganz, ganz klar. 87er Overall, der Kollege 26 Jahre alt. Er würde Richard Sherman auf jeden Fall ein bisschen entlasten bei uns. Und dementsprechend sollten wir meiner Meinung nach da auf jeden Fall aktiv werden. Die Redskins derzeit mit 113 Punkten auf der Top-Position, was das angeht. Aber da werden wir jetzt versuchen, mitzubieten so ein bisschen. Ich hatte mir das im letzten Part schon ein bisschen angeschaut, am Ende noch, was wir machen können. Und klar, Stephen Gilmore ist hier jemand. Ja, da müssen wir mitmachen. Wir haben nicht mehr so viel Cap-Room, wir sehen das selber. 9,7 Millionen, wenn wir hier das Angebot unterbreiten. Über 5 Jahre können wir es machen. Dann ist Caproom sogar noch ein bisschen höher. 6 Jahre, 7 Jahre. Länger als 7 Jahre geht nicht. Er ist 26. Das Ding ist, es macht keinen Sinn. Da macht vielleicht Sinn, so ein 5-Jahres-Vertrag. Klar, wir können einen Signing-Bonus raushauen, der ein bisschen höher ist. Können wir da ein bisschen arbeiten. Wenn wir jetzt 3,5 Millionen haben, müssen wir zahlen auf Schlag 15. Das ist nicht das Problem. Da können wir auf 4 Millionen gehen. Das Ding ist, wir dürfen ihn dann nicht entlassen. Weil wenn wir ihn entlassen, müssen wir den Bonus irgendwie. Dann wird er uns als Penalty angestrichen. Und dann wird es ein bisschen kritisch.
Also Stephen Gilmore sollten wir dann auf jeden Fall halten, auch über die Vertragslaufzeit. Und dafür vielleicht jetzt hier ein bisschen das Grundgehalt ein bisschen senken. Wobei, ja, wenn wir das jetzt senken, steigt der Cap Room, das ist gut, ja. Gehen wir mal auf 6 Millionen. Er wollte für 4 Jahre 41 Millionen. Da sind wir knapp drunter. Schauen wir mal, 40, ah, komm, wir gehen hier noch rauf. So, jetzt hätten wir genau das, was er will. Wir gehen aber dafür noch auf die 5 Jahre, um Stephen Gilmore einfach noch ein bisschen länger zu halten. Er hat ein Quick Development, also sollte eine sehr gute Verstärkung eigentlich für uns sein. Man Coverage ist okay, Zone Coverage ist okay für einen 87er Overall. Da kann man einiges machen. Er ist 6'1 groß, 92 Speed, 95 Acceleration, gutes Play Recognition, super Catching. Deswegen gefällt er mir sehr, sehr gut. Alles grün, 94 Total Points haben wir derzeit. Damit stehen wir an Rang 2. Ah, Rang 2 nur. Können wir es überarbeiten? Das ist echt hart, ne? Wir müssen nach vorne kommen, weil es gibt ja mehrere Stufen. Wir bleiben jetzt mal hier bei Rang 2. So, dann brauchen wir auf jeden Fall. Wir gucken mal weiter. Wie gesagt, das Ganze ungeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Also wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, natürlich Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen. Dann brauchen wir am besten einen Running Back oder so. Und in der Defensive brauchen wir vor allen Dingen, wir bräuchten noch einen Left Tackle. Eigentlich in der O-Line könnten wir alles nehmen. In der O-Line können wir alles nehmen. Wir schauen mal, was wir in der O-Line noch haben. So, wir haben noch verbleibend Jefferson. Safety brauchen wir nicht. Kalel, hier. Left Tackle, 28 Jahre alt, 83er Overall. Ja, ganz ehrlich, kann man zuschlagen. Brauchen wir. Wir brauchen genauso Jungs wie ihn. Über 4 Jahre gesehen. Er kriegt ein bisschen Geld. Er kriegt ein bisschen Geld von uns. Und Salary gehen wir ein bisschen runter. 4 Jahre, da will er 30 Mille sehen. Die kann er kriegen irgendwie am Ende des Tages so. Slow Development ist nicht die Welt. Aber immerhin trotzdem in einem 83er. Einen guten Runblock, gut Passblock und Runblock auch nicht so stark. Aber 82, 81 ist ganz okay. Und er ist aber jetzt schlechter geworden. Wir schauen mal eben hier rein. Der ist No Progress. Er ist der 22. Left Tackle. Ja, nee. Und er ist undiszipliniert. Dann sehe ich jetzt hier doch davon ab, irgendwas zu machen. DeMarcus Ware von den Broncos sehen wir hier. Tident, Metellus Bennett. Brauchen wir eigentlich auch nicht viel. Riddick, Cole, Jöckel. Jöckel! Bushrod, Warmack, Right Guard. Der ist ganz cool, weil der ist noch relativ jung. Aber als Right Guard haben wir Ifedi. Ansonsten stellen wir Ifedi auf eine andere Position. Und versuchen hier noch für Warmack zu gehen. Runblock, Passblock, das ist ganz okay. Development ist normal. Im vierten Jahr bereits. Aber der Junge ist eigentlich ganz gut. Wenn ich mich nicht täusche. Nummer 9. 9. Right Guard. Also da wären wir doch tatsächlich mit einem ganz guten Deal dabei. Er will 13 Millionen in den Jahren. Versuchen wir mal Chance Warmack zu holen. Die Fede kann man auch als Left Guard oder so aufstellen. Ansonsten. Also insofern sicherlich da auch eine Überlegung irgendwie wert so ein bisschen. Schauen wir mal. 4 Jahre hier. Versuchen ihn zu binden. Offer, sind wir mit 97 Total Points wahrscheinlich auf 1. Ja, und zwar deutlich auf 1. Sehr schön. Als Fullback würde ich hier gerne Daryl Young sehen. Das ist eigentlich auch ein ganz cooler Spieler. Der will 3 Millionen für 2 Jahre. Machen wir ihm genauso das Angebot. Gerade eh kein anderer da, der ihn will. Ansonsten Teilen, da gucken wir gleich im Draft ein bisschen Left Tackle. Klar, dann haben wir Kalel. Dann hätten wir Jöckel hier, 25 Jahre. Wie sieht der vom Development aus? Also sind die Dolphins aber ganz, ganz hoch im Kurs hier bei dem Kollegen. Quick Development, super Werte eigentlich. Oh, der ist interessant. Der ist interessant für uns. Oh, der ist wirklich interessant für uns. So, schauen wir mal. Salary, er will 5 Jahre 33 Mille. Wir können, wie gesagt, über den Signing-Bonus gehen. Versuchen da möglichst viel rauszuschlagen. Der gefällt mir gut, Luke Jöckel. der Name auch. Also insofern, ja klar, du musst sowieso ein bisschen mehr bieten, weil da sind noch gute Jungs im Kurs, die sind da noch ordentlich am Start. Das heißt, du musst ja schon versuchen, ihm ein bisschen Geld zu bieten. Aber wir haben gar nicht mehr den Cap Room, um das zu machen. Schaut euch das mal an, ey. Das ist unfassbar, ey. Deswegen sage ich ja, wir müssen eventuell Leute entlassen bzw. traden. Das ist so bitter, das ist so bitter.
So, Womack konnten wir signen. Gilmore hat Nein gesagt. Der Fullback kam auch. Warum, wo, was? Wo ist Gilmore hingewechselt? Oh, zu den Redskins, ey. Tatsächlich. Wir hätten den gleich erneuern müssen, den Vertrag gleich mehr anbieten müssen. Ifedi, den können wir sonst auch als Center wahrscheinlich spielen lassen. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Das ärgert mich schon wieder massiv jetzt. Womack haben wir uns einen guten Mann für die O-Line geholt. Sicherlich wichtig. Wir brauchen aber für die Blindside auf jeden Fall noch einen. Oh, jetzt haben wir aber natürlich noch ein bisschen Gehalt zur Verfügung, wo wir jetzt anders investieren können. Cornerbacks dann also im Draft-Clan-Fokus hier drauf. Wenn wir noch irgendeinen finden hier. Jared Cook, das ist ein guter Mann als Thailand, als Ersatz-Thailand, aber gut. Luis Vasquez, Right Guard, 30 Jahre. Hilft uns alles nicht so viel. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ja, und jetzt sind hier die besten Jungs auch schon weg. Jetzt ist hier Jöckel weg. Also das geht echt in diesem Jahr ein bisschen leichter, wie man merkt. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar. Im letzten Jahr alles ein bisschen schwieriger gewesen. Montgomery. Alles gute Jungs hier. Speziell Tackle. Die guten Jungs sind so schnell weg hier auf dem Markt. Das ist wirklich nicht zu glauben. Defensive Tackle können wir auch nicht mehr viel machen. Right End. Left Outside Linebacker. Wir werden dann versuchen, über Trades noch etwas zu machen. Eventuell da noch einen Cornerback uns zu besorgen mit Picks aus dem letzten Jahr. Und wir sehen ja hier bei den auf dem Trade-Block, da kann man relativ eindrucksvoll sehen, dass da durchaus ein paar Jungs sind, mit denen man vielleicht arbeiten kann. Santa, Jason Kelce, den werden wir wahrscheinlich vielleicht mal versuchen zu holen. Vielleicht eine ganz gute Sache. Left Guard, Left Tackle haben wir da keinen guten. Aber was ich noch gesehen habe, was sehr interessant war, war einmal Jeremy Hill und als Ersatz-Quarterback vielleicht Dak Prescott holen. Der ist hier auch zur Verfügung, eigentlich ganz cool. Jeremy Hill probieren wir mal zu holen, billig. Ja, aber das wollen die auch nicht so einfach, auch das ist ein bisschen schwieriger geworden. Trade Center, Free Agents, klar nicht verfügbar derzeit. Vielleicht gehen wir erstmal in den Draft und schauen, was wir da hinkriegen. Wir haben jetzt auch gleich die Combine-Werte verfügbar. Ich schaue nochmal nach Cornerbacks, die wir eventuell gut kriegen. Bradley Roby, immer eine ganz gute Option, glaube ich, zum Beispiel von den Broncos. Weil Bradley Roby ist jung, er ist dritter Cornerback bei den Broncos, 83 overall und hat einen relativ niedrigen Cap-Hit. Auf jeden Fall das vielleicht eine ganz gute Sache, um hier irgendwas zu machen. Die brauchen einen Quarterback, da haben wir nur Boykin, da können wir nicht so viel machen. Ein Right Tackle haben wir, glaube ich, auch keinen, da haben wir Soul und Mayava, aber wir könnten mit Picks vielleicht hier was regeln. Und mit zwei Picks, mit einem Dritt- und Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr haben wir Bradley Roby bekommen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wichtige Addition hier zu unserem Team. Vor allen Dingen in der Defensive. Jetzt haben wir zwei gute Cornerbacks. Roby mit 83 und 25 Jahren. Auf jeden Fall super normales Development. Kommt aus Ohio State. Ja, man sieht es hier. Man-Coverage, Zone-Coverage gut. Und ansonsten der Junge auch bei den Broncos. Ja, er ist einfach einer der Top-Cornerbacks in meinen Augen. Er ist ein richtig, richtig guter Junge. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, was wir hier auch gebrauchen können. Für unser Team hier eine super Verstärkung. Ich glaube, da haben wir einen guten Fang gemacht, was das angeht. Ansonsten nochmal gucken, klar, wir haben einen Outside-Linebacker, Left-Outside-Linebacker brauchen wir auch unbedingt irgendeinen hier, 4-3. Schauen wir da nochmal, ob wir da was finden. Aber auf die Schnelle einen guten Left-Outside-Linebacker zu finden, klar, wir haben Anthony Barr von den Vikings, der sehr vielversprechend ist, aber der bringt uns jetzt auch nicht so viel, weil wir den einfach nicht kriegen. Wir gehen jetzt nochmal rein ins Scouting, schauen uns die Combine-Werte nach und nach an. Jetzt klar, ein Fokus auf einem Left-Outside-Linebacker, den wir meiner Meinung nach wirklich dringend brauchen. Und da schauen wir jetzt mal drauf, vor allen Dingen, aber da haben wir wahrscheinlich in die Richtung echt noch wenig gemacht. Na, es geht sogar. Oh, da gibt es sogar viele, viele gute hier. Da gibt es viele gute. Und da wäre sicherlich auch für uns vielleicht was dabei hier. Dann machen wir auch hier mal weiter. Die Werte, wo die Werte ganz gut sind jeweils. Wir gucken auch nochmal. Right Outside Linebacker, gut, haben wir alles. Wir bräuchten Quarterback, brauchen wir auch nicht. Einen Running Back, da haben wir auch schon viel, viel, viel gemacht hier. Dass wir da vielleicht noch was machen können. Wir werden noch nach den Safeties schauen irgendwie. Strong Safety, ob man da was Gutes hinten kriegen kann. Weil Chancellor natürlich auch teuer. Wir müssen da im Hinblick auf das, was da demnächst noch kommt, auf jeden Fall so ein bisschen gucken. Aber wenn man hier sieht, was das für Nulpen sind, auf gut Deutsch gesagt. Weil das ist ja, also schönes anders, muss man ja schon fast sagen. Center brauchen wir, einen Left Tackle brauchen wir immer noch. Left Tackle auch First Round hier, viele, viele First Rounder. Eventuell können wir da noch was machen. Ja, undrafted, okay. Und dann gehen wir jetzt, glaube ich, mal rein in den Draft und schauen mal, was wir da machen können.
Weil ansonsten kriegen wir hier so viel nicht mehr hin. Wir gehen jetzt hier, glaube ich, straight in den Draft und schauen mal, was da so passiert. Ich glaube, da geht einiges. So, wir schauen uns mal eben unser Draftboard an. Die 49ers picken nebenbei. Für uns wichtigsten Positionen. Ich habe mal eben geschaut. Left Outside Linebacker. Combine Grade. Natürlich der hier auch relativ gut, muss man sagen. Oh, ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Das ist immer die Frage. Prototype. Ja, was ist Prototype? Kann der auch bei uns spielen? Ist die Frage. Wir packen den mal auf unsere Watchlist. Wir packen auch den Kollegen hier. Naja, der ist ausgeglichen. Der ist auch ganz gut, aber auch nicht so überragend. Also eigentlich hier der Left Outside Linebacker schon eine super Wahl so. Balanced. Auch hier mal gucken. Den mit rauf. Ansonsten bei den Cornerbacks, klar, da haben wir jetzt Bradley Roby. Da ist jetzt nicht so viel Bedarf erstmal. Wir brauchen einen Left Tackle. Da müssen wir schauen hier. Dritter, vierter. Ja, er ist, was die Werte angeht, ist er definitiv hier mit der beste Ole Miss. Er ist ein Run-Blocker. Er ist eher ein Pass-Blocker. Sicherlich etwas, was uns eher hilft, muss man schon sagen. Mit First-Rounder. Da gucken wir auch mal drauf, ob der dann noch verfügbar ist. Ein Left-Guard, da können wir Ding spielen lassen. Ein Center brauchen wir. Da auch eher hier in den hinteren Runden auch mal zu gucken. So wie das hier aussieht. Packen wir Nick Hatch auf die Watchlist. Klar, Defensive Tackle, ganz wichtig, habe ich vorhin eingesehen, der war mega. War es er hier? Er hier war das. Sehr, sehr cool. Dann werden wir auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Das ist ein Zweitrundentalent eigentlich für die erste Runde vorgesehen. Damit wir wenigstens noch einen guten Defensive Tackle irgendwie mit reinkriegen. Und da gefällt mir der eigentlich mit am besten, muss ich sagen. Bei den Cornerbacks schauen wir dann einfach spontan. Wir schauen jetzt erstmal, wen die 49ers hier picken. Ach, es wurde schon gepickt. Die 49ers haben geholt Burris, dann Cockrell, Lifton ist weggegangen, Ledyard, Andrews, Schrader, Running Back ist weggegangen. Und ja, das sind die Top 5, jetzt gehen wir mal einfach an unsere Position schon. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, Aldridge, der Defensive Tackle, ist schon weg. Schade, schade, schade. Sicherlich wäre das für uns eine gute Sache gewesen. Aber Defensive Tackle sind sehr, sehr viele schon gegangen, wie man hier sieht. Das ist natürlich bitter. Wir schauen mal eben unseren Pick an, beziehungsweise unsere Watchlist an, was wir da noch so haben. Da haben wir nur noch den Left Outside Linebacker verfügbar oder den Center. Alle anderen sind schon gedraftet worden. Ist das bitter, ey. Aber dann nehmen wir hier unseren Left Outside Linebacker in diesem Fall, glaube ich. 6-3, aber das ist auch nur die zweite Wahl. Das heißt, die erste da auch schon eher weg. So wie ich das sehe, richtig, richtig gute Jungs, die sind alle schon gegangen. Aber wir brauchen die Position ja auch dringend. Deswegen glaube ich, ist das Beste, wenn wir jetzt hier Jeffrey Heller holen von UCLA. Wir draften ihn jetzt. 77er Overall, Normal Development. Das ist ganz okay, meiner Meinung nach. Ist ein guter Pick, steht hier auch. Nummer 40, True Talent Overall 32, haben wir ihn gepickt. Also da, was das angeht, einigermaßen gut gemacht. So, erster Pick war okay, 77er Overall, das ist schon nicht schlecht. So, nächsten Pick holen, zweiter Pick von uns. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben einen Left Outside Linebacker geholt. Ah, die Running Backs sind weggegangen wie sonst was. Ein Left Tackle, ja, da haben wir natürlich jetzt die Arschkarte gezogen. Da müssen wir wirklich im Trade irgendwie schauen, dass wir da was hinkriegen. Weil ansonsten sind die Jungs hier auf der Left Tackle Position, sagen wir mal, eher zum Vergessen leider. Bei den Centern haben wir aber noch ein paar. Da haben wir Nick Hatch, den hatten wir als besten Center auf dem Schirm. Passblocker, vielleicht das die beste Wahl. Ein Center könnten wir gebrauchen. Left Outside Linebacker haben wir geholt. Ich glaube, wir gehen jetzt hier für den Center in Runde 2. 75er Overall, auch das ist okay. Sehr, sehr okay sogar. Und auch das ist ein guter Pick. Also insofern haben wir uns bisher nicht so sehr vergriffen, was das angeht. Also alles über 75 ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Watch, da haben wir jetzt keinen mehr gescouteten Player. Da haben wir hier noch den Left Outside Linebacker mit drinnen. Cornerback, ein Strong Safety. Wir schauen generell Available und mal nach den Positionen. 7-2, ist das der Kollege, der so schnell war? Er war so schnell. Ein Speedback. Sehr, sehr interessant generell natürlich.
Right Tackle, da haben wir eigentlich auch was. Defensive Tackle bräuchten wir halt noch was. Aber da haben wir auch keine richtig guten Jungs hier leider verfügbar. Das sind alles weiter hinten. Die sind alle weiter hinten leider angesiedelt. Genauso wie hier. Das heißt eigentlich, was wir jetzt machen können. Wir sind in welcher Runde? 3. Runde 3. Oh, Wide Receiver. Alles, was wir gescoutet hatten, schon weg größtenteils. Sehr, sehr bitter. Left Guard, da haben wir Runde 5. Center, Right Guard, Right Tackle. Wir machen mal eben Pause hier. Die Zeit anhalten. Damit wir in Ruhe überlegen können. Damit es nicht ganz so kritisch wird. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, dann hier die Entscheidungen zu treffen. Wide Receiver, Tight End, Left Tackle. Da haben wir 6. Runde. Das bringt uns halt alles auf nichts. In der Defensive, klar, Right Outside Linebacker brauchen wir nicht gucken. Middle Linebacker. Bei den Cornerbacks ist nichts mehr verfügbar. Zumindest nichts, das Hand und Fuß hat. Aber einen 5. Runden Running Back jetzt zu holen, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel des Guten irgendwie. Er ist für die 3. Runde angesehen hier. 2. beim Vertical Jump, aber auch nicht so schnell leider. Das gefällt mir dann auch nicht. Ein bisschen Speed brauchen sie eigentlich schon, meiner Meinung nach. Und jetzt ist für uns halt die Frage, wie draften wir? Gehen wir jetzt nach den besten Verbliebenen, egal welche Position wir haben? Oder gucken wir jetzt doch, dass wir einen Running Back, wir haben halt einen Running Back, das ist das Ding. Wir haben auch gute Wide Receiver, die O-Line war das, was wir verstärken mussten, und eine Defensive. Left Outside Linebacker hat geklappt, Center hat auch geklappt, da haben wir jeweils einen guten geholt. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir da weiter? 42. Bench Press, Vertical Jump, der ist halt groß, der ist halt sehr, sehr groß. Drittrundentalent, wir haben ihn nicht gescoutet, das ist ein Risiko. Nehmen wir ihn. 64, ja. War halt scheiße, ne? War halt scheiße. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt den Running Back hier kriegen noch, ob er noch verfügbar ist. Ich hoffe es sehr. Das ist er hier, glaube ich, ne? Number One. Und den werden wir jetzt mal nehmen hier. Er ist der schnellste Running Back. 70er Overall, 95 Speed. Holy moly, ey. Ball Carry Revision ist okay. Spin Move, Juke Move, da gehen wir auch in die richtige Richtung, denke ich mal. Das heißt, Running Back auch nochmal ein bisschen Verstärkung bekommen. Aber in der O-Line, die O-Liner sind gefragt und die O-Liner sind hier auch weggegangen. Mehr als ich es mir gewünscht hätte, um ehrlich zu sein. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir noch ein bisschen bessere Positionen bzw. Chancen haben. Gut, jetzt hinten raus, was brauchen wir? Cornerbacks, wir brauchen da noch ein paar Jungs in der Breite. Generell muss man ja sagen, guter Combine Grade hier bei ihm. Ja, der 6-1, ganz ehrlich, den kann man mal nehmen. Ansonsten haben wir hier noch einen guten Combine Grade, einen sehr guten sogar. North Carolina. Wir draften ihn mal, 66er Overall. Das ist ein guter Pick hier hinten raus noch. Ist jetzt nicht überragend, aber hey, einen Cornerback kann man immer gebrauchen. Wir brauchen, wie gesagt, eh in der Breite die Jungs. Deswegen alles okay. So, was können wir noch picken? Ein Cornerback haben wir jetzt noch geholt, wir haben einen Running Back noch geholt, einen Left Tackle hinten raus. Jetzt kommt natürlich darauf an, machen wir noch einen Glücksgriff? Machen wir keinen Glücksgriff mehr? Das ist jetzt die Frage, das ist alles locked, wir haben da keine Werte leider zu den Jungs, außer die Combine Grades, die wir noch verfügbar haben. Clemson, einen Pass Rusher haben wir hier noch. 5. beim 40 Yard Dash. Ah, ist natürlich jetzt schwer. Ist natürlich jetzt schwer hier. Was ist generell das Beste, was noch auf dem Markt ist? Right Outside Linebacker, Steve Nicholson ist noch verfügbar. Ist ein Wide Receiver. Hier noch ein Wide Receiver. Hier noch ein Wide Receiver. Relativ schnell Sean Sombo, Massachusetts. 6-1 groß. Komm, wir nehmen den mal. 68, ja, okay. So, und jetzt kommt Mr. Unrelevant. Der letzte Pick in diesem Draft. Wir werden ihn machen. Wer kriegt noch eine Chance? Wer kriegt hier noch eine Chance von uns? Wide Receiver. Ansonsten, was haben wir da unten? Noch ein Strong Safety. Wir können halt Safeties noch generell gebrauchen. Aber eigentlich auch noch ein Cornerback. So, Cornerback. Was haben wir hier noch? 6-1. Combine Grade. Ich denke, das ist ganz cool. 6-2 hätten wir hier. Sind alle undrafted.
Wie groß ist er? Er ist 6'1, 51, 14, 35. Wir nehmen noch den Cornerback hier, 64er Overall. Und damit haben wir den Draft hier erledigt in diesem Jahr. Wir schauen uns nochmal das Team an, was wir hier zusammen gedraftet haben, die Jungs, die wir geholt haben. Da sind einige gute doch dabei. 77er Overall Heller, der Left Outside Linebacker, sehr, sehr gut. Ein guter Center. Dann haben wir Hamlin, der Running Back ist auch okay. Und der Rest ist solide, der ist nicht überragend. Ja, es ist okay, denke ich, gewesen. Und jetzt gehen wir erstmal in das nächste Jahr hinein und schauen mal, ob wir trademäßig noch was machen können, Free Agents holen können, jetzt auf dem Free Agent Markt, dass wir da noch die Lücken füllen können, die wir verblieben haben. Denn wir haben, wenn wir uns das mal angucken, Womack, Ifedi, wir brauchen unbedingt immer noch einen Left Tackle, das ist klar. Unser Rookie ist hier mit ganz gut mit drinne. Thomas Rawls, wir haben da Collins bzw. Hamlin jetzt neu dazu bekommen hier als Running Back. Ist, denke ich, vernünftig. Ansonsten, ja gut, gute Wide Receiver weiterhin bei uns am Start. Da brauchen wir gar nicht unbedingt Verstärkung in der Defensive. Jetzt auch in der Breite ein bisschen besser aufgestellt. Heller, Left Outside Linebacker, gefällt mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich drauf, den Kollegen spielen zu sehen. Cam Chancellor, Earl Thomas weiterhin natürlich stark. Dann haben wir Richard, dann haben wir Sherman, dann haben wir Roby. Klar, die Defensive Ends sind weiterhin gut. Unsere Defensive Tackle leider nicht so. Und deswegen, da würde ich mir auch noch wünschen, dass wir da vielleicht noch was hinkriegen. Wobei er hier, muss man ja auch wieder sagen, Reed, ja, ganz ehrlich, Practice Squad, könnte in den Practice Squad kommen, ist leider relativ langsam. Aber unterm Strich denke ich doch einigermaßen vernünftig hier, 78 overall. Gut, wir sind letztes Jahr Super Bowl-Sieger mit ihm geworden, ne? Wir schauen mal auf die Free Agents. So, es wird jetzt interessant. Wir haben Yoda gefunden. Das ist einer der Tackle aus dem Draft. Die Vikings brauchen ihn eigentlich nicht als Starter, weil er ist nur Zweiter bei denen. Natürlich für uns jetzt die Chance, hier vielleicht den Kollegen zu signen. Ich bin bereit, dafür wirklich tief in die Tasche zu greifen. Er hat ein Superstar-Development. 76er Overall. Wir können uns mal seine Karte angucken. Superstar, 92er Strength, Runblock ist gut, Passblock ist gut, der Junge ist 23, Rookie. Wie gesagt, Superstar Development ist schnell, das ist sehr, sehr wichtig für einen Tackle, meiner Meinung nach. Da könnten wir gerne, gut und gerne, ein bisschen für blechen. Gut, die brauchen Wide Receiver, da haben wir welche. Da kann ich zur Not auch German Curse oder so rausholen. Curse, ja. Wenn wir den noch drauflegen hier, der ist sogar grün. Sparen wir uns vielleicht den Zweitrunden-Pick. Wide Receiver, gut, er ist wichtig für uns. Aber wir brauchen eher einen Tackle als ihn. Und wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Einen Pick noch drauflegen. Und dann haben wir einen super Left Tackle, der sich hoffentlich sehr, sehr schnell entwickeln wird. So, nochmal 6-Runden-Pick mit drauf hier. Und dann haben wir hoffentlich hier... reicht doch nicht ganz, Mann. 5. Runde noch mit drauf. Ja, die wollen mehr. Die wollen mehr. Das ist teuer. Diese Spieler sind einfach teuer. Traden ist generell eben schwer hier in Madden. Wir haben es fast. 3. Runde drauflegen. Vielleicht haben wir ihn dann endlich. Aber dann wird es langsam echt kritisch, weil Curse und so... So, wir haben jetzt damit wahrscheinlich den besten Left Tackle aus dem Draft in unser Team geholt. Damit eben nachträglich noch für Qualität in unserem Kader gesorgt. Superstar Development, wie gesagt, bei ihm. Sehr, sehr gute junge O-Line jetzt. Ifedi, Natch, Womack, Yoda und Soul. Soul ja nicht ganz so jung, aber trotzdem hier jetzt hoffentlich was ganz Gutes gemacht. Und jetzt gucken wir mal noch, ob wir... in der Defensive noch jemanden holen können, beziehungsweise gut, Richardson hat uns eh so gut gefallen, deswegen ist das eigentlich ganz cool. Dann spielt der jetzt 3. Wide Receiver. Schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht in der Defensive Cornerback brauchen. Wenn ich noch einen guten Defensive Tackle, würde ich ganz gerne noch holen. Das versuche ich jetzt nochmal, da gucken wir mal, was uns noch so ins Auge springt. So, und für weitere Picks haben wir jetzt auch wirklich noch einen guten Defensive Tackle bekommen. Einen jungen Defensive Tackle, auch ein Rookie. Davenport, heißt er, ist er, glaube ich, ist der das, den wir auch wo haben wollten als Defensive Tackle? Ich weiß es gar nicht. Von den Falcons jedenfalls. 81er Overall, er ist extrem schnell. Play Recognition müssen wir ein bisschen hoch machen, ansonsten gute Werte. Gefällt mir ausgesprochen gut, klar, passt gut in unser System.
Und hoffentlich da jetzt auch die Line noch so ein bisschen verstärkt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir haben jetzt einen 55-Mann-Kader. Das heißt, das Team kann so bleiben erstmal, wie es ist. Wir hoffen natürlich auf eine freie, verletzungsfreie Saison so ein bisschen. Und ja, das Team, wir schauen uns das nochmal an hier. In der Stelle leider die Facecam abgeschmiert, deswegen gerade jetzt keine Facecam hier am Start. Quarterback Russell Wilson, als Running Back haben wir Hamlin neu, dann haben wir weiterhin Process und Rawls. Dann hier Young, neuer Fullback bei uns. Der Block ist okay, hat Quick Development auch noch. Tyler Lockett, zweiter Wide Receiver. Curse haben wir hergegeben. Richardson, dritter Wide Receiver. Baldwin. Ja, und danach kommen ein paar junge Jungs, die man versuchen kann ranzuführen. Die O-Line, Yoda, Superstar Development. Left Tackle wird uns sicherlich weiterhelfen. Womack, unser neuer Left Guard. Passblock, Runblock bei ihm schnell hochmachen. Sehr gutes Impact Blocking. Ansonsten auch ganz gute Werte, gefällt mir gut. Hatch, unser neuer Center, auch er. Rookie Ifedi aus dem letzten Jahr. Dann Graham und Wilson. Ja, und in der Defensive haben wir uns verbessert und nicht verschlechtert. Wright ist zurückgekommen. Heller, neuer Outside Linebacker für unser Team. 77er Overall, auch er mit einem Quick Development. Nee, Normal Development, aber auch ziemlich, ziemlich gute Werte. Cam Chancellor bleibt bestehen. Bradley Roby neu bei uns im Team. Bennett da, Reed noch da. Davenport kam neu dazu. Defensive Tackle, neuer Defensive Tackle. Cliff Averill und Richard Sherman und dann eben noch Lane und Jordan hinten raus. Also ich glaube, wir sind jetzt in der Breite ganz gut aufgestellt, was unseren Kader angeht. Wir werden auf All-Madden jetzt stellen. Im nächsten Part uns noch so ein bisschen Sachen angucken. Wie zum Beispiel das Stadion, da werden wir noch was machen wollen. Wir haben jetzt auch 85 Millionen Pfund zur Verfügung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist echt härter geworden, in Madden 17 zu traden, zu draften etc. Das ist gar nicht mehr so easy alles und deswegen hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr zufrieden seid mit dem, was wir gemacht haben. Gerne, gerne Feedback unten in die Kommentare und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Unterstützung. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Checkt Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Die Links sind unten in der Videobeschreibung und sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Vielen Dank. Bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD.